Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und da zeige ich euch mal heute die Gremjaschi. Gremjaschi ist ein Tier 5 Zerstörer der Russen. In dem Fall Premium. Hier nochmal in der nahen Sicht. Und wurde ja etwas verbessert, wie mir gesagt worden ist. Und aufgrund dessen dachte ich mir, okay, dann muss man es doch gleich mal direkt ausprobieren. Und ja, so ist es nun auch. Vorteil ist jetzt, Kilometer Reichweite der Torpedos sind 8. Waren meines Wissens entweder bei 5 oder 6, auf jeden Fall deutlich drunter. Und ja, das macht es natürlich schon mal viel, viel, viel besser und angenehmer. Und dementsprechend gucken wir mal, was wir hier so reißen können. Hier jetzt die Karte, zwei Brüder. Und ja, Tier 5-6 Gefecht mit einem Flugzeugträger, das kann man schon so stehen lassen. Ich selber bin gerade sehr gut gespawnt, deswegen nehme ich jetzt einfach mal D als Cap ein. Das ist jetzt zumindest das, was ich erreichen will. Weil gerade hier von der Seite kommt man ganz gut hier in diese Landzunge und kann den Punkt einnehmen. Our team has taken the lead. Nur schauen, dass hier kein Gegner gleich kommt. Und ich würde sie einfach auch direkt mal mit Torpedos begrüßen wollen. Egal, was da kommt. Sofern da was kommt. Deswegen einfach mal 6 Aale ins Wasser gelassen. Und jetzt drehe ich mal so bei, dass ich hier wirklich gut zum Stehen komme. Und nimm den Punkt direkt mal ein. Alles andere kann man dann nachher noch genug Zeit investieren. So, der Punkt gehört uns. Mal schauen, dass ich hier noch beidrehen kann. Aber das klappt ganz gut. Die Türme von der Gremjaschi, die drehen recht langsam. Also für einen Zerstörer ja ungewöhnlich. Das solltet ihr natürlich immer ein bisschen im Blick haben, wenn ihr die spielt. Und jetzt gerade wieder hier aufpassen, auch an alle anderen Zerstörerfahrer. Wenn ihr sowas wie hier habt, mit einer Minekasse vor euch, nicht die Torpedos blindlings losfeuern, sondern spielt ein bisschen mit Köpfchen. Macht eure Teampartner nicht alle selbst weg. So, nun ist die Minekasse aber weg. Jetzt können wir auch mal losfeuern. Jetzt sind wir eh offen, deswegen können wir jetzt auch schießen. Jetzt ist auch schon wurscht, in Anführungszeichen. Und jetzt hat ein Torpedo den Final beendet, die Siegesfahrt von der Ober. Also hier jetzt gegnerische Torpedos, aber eben beim Zerstörer bei weitem nicht so die Problematik. Nur die Aoba hat uns, die Omaha hat uns jetzt auf dem Fokus. Deswegen da jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt sind wir aber eh schon wieder zu. So, und die Nicholas, die ist hier für die Torpedos zuständig. Dementsprechend mal ein bisschen beidrehen. Auf jeden Fall wendig ist die Gremjaschi, das muss man ja lassen. Und hier die vielleicht sogar meine Torpedos. Jetzt gut für einen Hit auf die Nicholas. Ne, in dem Fall nicht, aber jetzt hat sie so hart abgebremst, jetzt schießen wir einfach drauf.
Und auch so kann man im Zweifel mal ein bisschen für Angst und Schrecken sorgen. Nicholas ist damit verstorben. Bisschen harte Worte, vielleicht eher zerstört. Jetzt ist hier nur noch die Mine Kase, die Omaha und die New York. Auch die Reichweite mit 12 Kilometern unglaublich ordentlich von den Geschützen. Deswegen hier können sie auch ruhig mal den einen oder anderen Schuss mal abgeben, auch wenn ihr dann offen seid, also da natürlich ein bisschen aufpassen. Und da kommt die nächste Erober. So, jetzt Rauch und ein bisschen Distanz hier zwischen mich und den Gegner bringen. Und schauen, ob jetzt hier die Torpedos noch was reißen. Von der Tendenz her kommen die in eine gute Richtung zumindest mal. Wenn einer trifft, dann langt das auch schon. Aber wohl eher nicht, deswegen auch hier nehmen wir einfach nochmal den Kauf, den einen oder anderen Schuss zu setzen. Brennt eh, jetzt dreht sie sogar in den Torpedo scheinbar rein. Ja, sehr schön, vielen Dank an dieser Stelle, dass du mir es so leicht mit dem Torpedo gemacht hast. Und hier jetzt cappt jemand auf C. Dahin fahre ich jetzt auf jeden Fall mal direkt. Will da auch meinen Flugzeugträger unterstützen, die Bogue. Der Gegner ist jetzt hier fleißig am Cappen, hat jetzt schon A, B und ist jetzt gerade auch noch mit C dran. Dementsprechend schaue ich mal, dass ich da unterstützen kann. Also schnell hin. Kann natürlich sein, dass der hier nach vorne in der Bucht liegt. Weil gerade, dass die Bogue auch da nichts aufmacht, eher kurios. Minikasse wäre aber durchaus denkbar. Oh ja, das ist auf jeden Fall die Minikasse. Ich bin offen. Und da ist er. Und jetzt schießt sie hier ihre Torpedos ab. Richtung Bogue. Aber dritter Kill. Und vielleicht direkt den Punkt zurückerobern. Und mein Ansinnen wäre jetzt durch die Mitte dann zu fahren, auf B und den Punkt auch noch zu cappen. Gar nicht hier so lange mit denen da beschäftigen. Beziehungsweise, naja, vielleicht doch ein bisschen beschäftigen. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Cleveland so kommt, dass meine Torps und sie sich gleichzeitig treffen. Wäre natürlich zu schön, wenn sie da jetzt auch durchfahren würde. Weil da wird sie gleich dementsprechend begrüßt. Aber den Gefallen wird sie mir nicht machen. Ne, schade. Aber ihr seht es oben an den Tickets. Es läuft ganz klar für uns. Und wie gesagt, ich fahre jetzt doch nicht auf B, weil unten ist ja auch noch die Cleveland. Das heißt, dementsprechend bin ich hier oben jetzt viel mehr beschäftigt und auch viel teamdienlicher.
So, Torpedos im Wasser. Und wieder beidrehen. Weil natürlich hier mit New Mexico, New York, Cleveland viele schlagkräftige Gegner am Start. Und schauen wir doch mal, was die Torps so anstellen. Einer würde reichen, der sein Ziel trifft. Der linke könnte ganz gut kommen. Nee, leider nicht. Aber auch hier einfach ein bisschen risikoreicher sein. Ah, da ist er schon weg. Einmal, einmal Rauchhammer noch, den nutzt man jetzt natürlich auch. Und ihr seht, wohin die New Mexico ebbt. Ganz klar bin ich deren Ziel. Und es steht 800 zu 400, das heißt, das Spiel wird auf jeden Fall für uns entschieden und dementsprechend werde ich jetzt nochmal einen Kamikaze-Versuch machen. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, es ist berechnend. Ich fühle mich ein bisschen wie in das Boot. Okay, perfekt. Das hat geklappt. So wie ich das wollte. Jetzt darf mich nur noch die Sekundäre nicht wegmachen. So, die ersten drei. Und jetzt den nächsten. Und damit war es das. So kann man das auch mal machen, um noch ein bisschen Schaden zu kommen. Und damit ist das eine sehr gute Runde geworden. Man sieht, ich habe hier um die, sagen wir mal, was sind's, knapp 60.000 Schaden gemacht. Konnte mich hier auf Platz 2 fahren mit 4 Kills. Und ja, damit kann man sagen, war eine schöne Runde, schönes Gefecht. Der letzte Kill war natürlich Zucker. Und ja, ich hoffe, es euch hat's gefallen und es hat euch ein bisschen Einblick in die Kremersche gegeben. Von dem her würde ich mich freuen über einen Daumen und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.